Hauptzimmers des sogenannten Tagskollegiums, in das man sich zurückzog, um sich dem Genuss des Tages hinzugeben, bestand bereits unter Friedrich I. Da bietet doch das Tagskollegium Friedrichs I. ein anderes Bild. Selbige pflegte anzugeben, abends um 5 Uhr oder wenn der König vom Ausreiten zurückkam. Und dauerte meist bis Mitternacht. Ich habe jetzt Hunger.